Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder etwas gechillter am Start und ungeschminkt, ja. Aber das ist ja nichts Neues, denn einige kennen mich schon so von Snapchat, weil ich in Snapchat sehr oft ungeschminkt bin, mich ungeschminkt zeige. Und ja, aber das ist nicht das Thema, worum es heute geht, sondern ich wollte euch was erzählen, was mir vor 2 Wochen ungefähr passiert ist. Und ich dachte mir so, das muss ich euch auf jeden Fall erzählen, weil, keine Ahnung, das liegt mir irgendwie so voll am Herzen. Ich weiß nicht, irgendwie dachte ich mir so, ja. Und zwar war ich auf dem Weg zum Arzt mit meiner Mama und ja. Und zwar kam uns eine alte Dame entgegen und sie hat uns halt nach dem Weg gefragt zum Busbahnhof. Wir haben ihr das natürlich auch erklärt und haben halt erstmal auch zur Sicherheit gefragt, wo sie denn hin müsste. Und sie hat uns was gesagt, wo wir, ey, da habe ich mich mit meiner Mama so angeguckt, hä, was geht jetzt ab so, ne? Weil das ist unnormal weit und wir dachten so, als ob die Dame jetzt wirklich so weit mit dem Bus hier hingefahren ist. Und sie hat uns auch nicht wirklich gehört und sie hatte ihr Hörgerät nicht drin und ja, und keine Ahnung, wie, sie hat uns da nicht verstanden, ist dann auch wieder gegangen halt. Ich und meine Mama, also ich habe da noch mit meiner Mama drüber geredet und ich habe auch gesagt zu meiner Mama, ich so, Mama, wir können die doch jetzt nicht alleine lassen. Die weiß doch gar nicht, wohin die muss, ne? Und meine Mama auch so, ja, nee, das geht nicht, ne? Und wir wussten dann auch nicht, was wir machen sollten erst. Ne? Eigentlich ruft man ja direkt der Polizei oder man nimmt ihr Ausweis oder so, guckt, wo sie wohnt. Haben wir aber dann nicht gemacht. Geht nicht so, ne? Wir müssen irgendwie wieder zurück. Das können wir jetzt nicht machen, ne? Das ist total unverschämt so von uns gewesen, auch einfach zu gehen und so nach dem Motto, ja, ist uns egal so, ich kenne die nicht, soll die machen, was die will so, ne? Hä? Aber so waren wir dann im Endeffekt dann doch nicht und sind dann halt zu ihr gegangen. Also wir haben die erst gesucht und weil sie sehr langsam war mit dem Rollator und wir dachten so, ja, die muss doch irgendwo hier in der Nähe sein. So, die kann ja nicht weit weg sein, weil so schnell ist die nicht halt, ne? Dann haben wir die Dame gefunden und sie hat dann anscheinend auch schon jemand anderes dann gefragt, wohin sie muss. Und das war halt ein Mann. Kommt gerade vielleicht Hilfe von jemand anders, aber das ist, wir können jetzt trotzdem nicht einfach so jetzt gehen lassen, weil das tat mir in der Seele mega weh, so einfach so eine Frau jetzt da so, ne? Keine Ahnung, das konnte ich nicht und meine Mama auch nicht. Dann sind wir halt da hingegangen und ja, dann haben wir herausgefunden, dass diese Frau Alzheimer hat, was wir erstmal gar nicht gecheckt haben, so, weil sie hat ja ganz normal geredet, so, ne? Und wenn sie hat uns halt die Stadt gesagt, wo sie wohnt und wir dachten zwar auch so, hä, was, so weit, ne, als ob die so weit kommt, ne, aber wir haben uns jetzt auch nicht wirklich so direkt bei gedacht, so, dass sie wirklich Alzheimer hat. Und ja, und dann haben wir dem Mann die vorherige Situation erklärt, dass wir sie schon getroffen haben, aber ihr nicht helfen konnten und sie da und da wohnt und sie muss zum Busbahnhof und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie dann richtig komische Geschichten erzählt. Dann hat sie eine andere Stadt, also einen anderen Stadtteil genannt. Und irgendwie ganz komisch halt. Und dann wussten wir, okay, die hat auf jeden Fall Alzheimer. Ja, und man kann die ja natürlich nicht einfach da stehen lassen. So, das geht gar nicht so. Das, man kann ja nicht einfach eine alte Frau, die gar nicht weiß, so was los ist, weil sie Alzheimer hat, kann man sie jetzt nicht einfach da stehen lassen so und so tun, so, ja, ich habe mit ihr nichts zu tun, so. Juckt uns nicht, sowas geht nicht. Und ja, dann habe ich halt gesagt, ja okay, ich rufe jetzt einfach die Polizei, ne? Was anderes blieb mir dann auch nicht übrig. Ich, Polizei anrufen, ja, kommen Sie bitte hin, hier ist eine alte Dame. Und dann, die brauchen dann wieder lange, ne? Ich habe der Polizei alles erklärt und ja, sie haben sich dann mit der Dame unterhalten. Die Dame konnte natürlich nichts verstehen, ja, weil sie kein Hörgerät hatte. Und das war aber witzig so. Und da war so eine Polizistin und sie so, ja, wohin müssen Sie denn? So richtig laut, ne? Und die Dame hat aber nichts verstanden, so, ne? Ich dann rausgestellt, dass die Dame in meiner Stadt wohnt. Und die hatte mal in der Stadt gewohnt, was, also sie hatte, die Stadt, die sie genannt hatte, da hatte sie mal gewohnt. Und sie wohnt bei ihrer Tochter. Und ja,
Und dann hat sie halt gesagt, so, ja, meine Tochter darf das aber nicht wissen und ich krieg Ärger und dies und das. Und die Frau war auch total, ne, die hatte total Angst, so, dass die jetzt Ärger bekommt, auch mit der Polizei. Weil wir gesagt haben, ja, die Polizei kommt jetzt. Sie so, oh, was? So, ne, aber wir haben gesagt, nein, alles gut, die bringt sie heil nach Hause. Und dann, ja, das war halt so, ich konnte es einfach nicht einfach weggehen. Ich musste das einfach machen, weil ich konnte das einfach nicht übers Herz bringen. Das tat mir so unfassbar leid, weil wir haben sozusagen, war das scheiße von uns, weil wir erst am Anfang so, ja, juckt uns nicht so, ne? Wir sind dann einfach gegangen, so ich und meine Mama. Aber wir haben sofort gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das ist richtig respektlos und scheiße. So, hä, was soll das? Was machen wir da gerade? Warum gehen wir gerade weg? Wir müssen die Frau nehmen, wir müssen ihr helfen. Ne? Wie scheiße ist das, wenn ich zum Beispiel später Alzheimer habe? Ich kann mir richtig vorstellen, dass das so scheiße ist, wenn du nicht weißt, wohin du musst. Weil du denkst, du wohnst vielleicht in München, aber wohnst in Hamburg eigentlich. So, das ist scheiße. Ne, deswegen, das konnte ich einfach nicht, sie einfach gehen lassen. Und deswegen, ich musste ihr helfen und ich bin auch mega froh, dass ich ihr geholfen habe. Aber ich habe mich eh mega verändert. Früher habe ich Leuten nie so geholfen. Ich war zwar sehr hilfsbereit, aber auf eine Art und Weise so. Ja, nee, sowas hätte ich damals zum Beispiel nicht gemacht. Ich wäre dann wirklich einfach gegangen. Hat sich auch mega bedankt und sie hat das sehr, 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 sehr wertgeschätzt, dass wir ihr geholfen haben, dass wir auch nochmal zurückkamen. Das hat sie, obwohl sie Alzheimer hat, hat sie das trotzdem gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt mit ihr und dass wir ihr auf jeden Fall geholfen haben. Und sie hat sich mega bedankt. Sie so, oh, danke schön, danke schön. Ohne sie, halt so, ne? Sie hat schon gemerkt. Und da ging mir so mein Herz auf, weil ich habe ja leider keine Oma mehr. Und dann hat mich das irgendwie so an meine Oma erinnert, weil, ja, keine Ahnung. Ich glaube, meine Oma so, die wäre mega stolz auf mich. Deswegen. Ja, das war es jetzt eigentlich auch. Ich habe eigentlich alles erzählt und ja. Und wenn ihr Bock auf mehr solcher Videos habt, dann lasst mich das auf jeden Fall wissen. Einen Daumen nach oben gibt. Und ja. Vielleicht werde ich dann öfters auch solche Videos machen. Keine Ahnung, ich erzähle unheimlich gerne. Also ich mache viel lieber solche Videos, anstatt jetzt so, ja, 10 Arten von dies, das oder keine Ahnung. Ihr wisst schon halt, ne? Ich unterhalte mich viel lieber gerne und bin, ja, so real. So, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ach, keine Ahnung. Ey, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Leute, ich verabschiede mich jetzt hiermit und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und einen schönen Advent am Sonntag mit eurer Familie oder mit euren Freunden. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!